Moin Moin und hallo, heute wollen wir mal ein Rudergerät und zwar ein Wasserwiderstandsrudergerät montieren. In dem Fall ist es von VWWIT, aber die strukturelle Zusammenbauorgie sollte bei eigentlich fast allen dieser Geräte ähnlich bis gleich ablaufen. Denn die Physik dahinter ist ja, dass wir einen Container mit Wasser haben, dass wir eine Stange haben mit Poppes-Aggregat, wo wir dann vorbeifahren können. Und wir haben ein Computerchen und zwei Füßchen. So, wenn wir das schon gesichtet haben, dann ist ja eigentlich fast alles da. Wir müssen jetzt nur gucken, dass auch die einzelnen Schräubchen da sind. Die sind meistens in 1, 2, 3 sortiert. Beziehungsweise bei dem Hersteller ist es sogar so, dass manche schon halb vormontiert sind. Das ist sehr gut. Das ist ein sehr gutes Vorteil hier. Jetzt schauen wir uns das mal an. Wir haben also hier vorne die Leiste mit Aluminiumprofilen, wo wir drüber gleiten können, werden. Das heißt, wenn ich es jetzt umdrehe und die sind unten, bedeutet das, dass hier die Unterseite ist und auf der anderen Seite die Oberseite ist. Okay? Jetzt gibt es hier Bohrungen und hier keine Bohrungen. Diese Bohrungen sind dafür da, um später hiermit verheiratet zu werden. Das heißt, wir wissen, dass hier vorne ist, sprich wo der Kanister ist, und hier ist hinten. Alles klar. Jetzt schauen wir uns an. Jetzt müssen wir natürlich einen Standfuß hinten hin machen. Bei diesem Hersteller ist es so, dass es verstellbare Standfüße sind hinten, die dann auch hier drauf Platz finden. Okay? So. Das heißt, wir können hier schon mal dann mit der Schräubchen in die Vormontage gehen. Wichtig bei jeder Schraube, die wir montieren, ist, macht sie erst händisch rein, bevor ihr sie denn anzieht mit einer Maschine bzw. mit einem Tool. Richtet vorher die Positionierung der Bohrlöcher korrekt aus. Und dann brauchen wir so einen Bumper. Der Bumper ist dafür da, dass wir nicht gegen den hinteren Freund hier stoßen, denn das ist unangenehm für den und für uns auch. Das ist einfach unkomfortabel, wenn wir dagegen dann uns ballern. So, und dann können wir noch die anderen Schräubchen dran ballern. So. Und haben dann hier hinten schon mal eine nice Montage durchgeführt und können das dann auch alles festziehen. So. Und haben damit den hinteren Fuß schon montiert, um da nämlich dann in den nächsten Schritt zu gehen. Auch wenn ich jetzt irgendwie ein Schräubchen gerade nicht finde, ich werde das jetzt gleich noch schnell reinschrauben. Und dann haben wir hier den hinteren Bereich nämlich festgeballert und können in den nächsten Schritt übergehen. Der nächste Schritt ist dann, dass wir hier schon hingehen. Na, so, hier machen wir jetzt das Fahrpöterteil weg. Da ist meistens ein Pfeil dran, beziehungsweise ihr orientiert euch Arschbacken. Na, vorne ist da der Oberschenkel, dann wisst ihr, wo vorne und hinten ist. So, und jetzt natürlich so rum. Diese Teile sind meistens vernünftigerweise kugelgelagert auf einer Welle und mit drei dicken Walzen versehen. Okay, so, das heißt, wir schauen, wo vorne ist. Hier ist vorne. Zack, wir kommen also hier an, legen das System ein und haben so schon die Vormontage durchgeführt. Hier ist jetzt richtig rum unsere Popo-Einheit. Hier ist der hintere Fuß gesetzt und dann können wir uns weiter nach vorne bearbeiten. Das heißt also, erster Schritt ist durchgeführt. Da hinten ist das, was wir gerade montiert haben. Und jetzt kommen wir hier zum Gegenstück. Das heißt also, das ist der vordere Stück, der Part, wo der Widerstand später ist. Das heißt, wir müssen jetzt unsere andere Füßchen nehmen. Diese Füßchen sind mit Rollen belagert, damit wir das Gerät auch transportieren können. Das heißt also, so rum drauf, wäre irgendwie nicht sinnig, denn dann können wir die Rollen nicht benutzen. Also backen wir die Rollen so rum drauf, dass sie hier zum Bumper schauen. Okay, so, dann richten wir das aus. Wir haben nämlich hier vier Bohrlöcher, vier Gewindefreunde. Das heißt, wir legen das da drauf ab, kommen mit unserem Schräubchen und hier genau das gleiche wieder. Die Schräubchen ansetzen, die Schräubchen mit den Fingern schön
erstmal reinballern, bevor wir sie richtig anballern. Denn ansonsten könnte es sein, dass wir dort nämlich einen Gewindeschaden fabrizieren. Und das ist blöd. Ne? Das ist blöd. So, dann nehmen wir unser Tool und ziehen die fest. Immer gegenüberliegend festziehen. Das heißt also im X-Format bzw. im Kreuzformat. Zack. Dann auf die andere Seite. Zack. Und auch hier schön festziehen. Das ist Metall auf Metall. Da können wir wirklich ruhig Spannung draufsetzen. Also richtig gut anbringen. So, damit haben wir jetzt unsere Vormontage schon fast abgeschlossen. So, jetzt geht's ab zur Heirat. Wir werden jetzt hier die beiden Komponenten vermahlen. Hier ist unser Röhrli, worauf wir rum und hinfahren. Wichtig ist, denkt dran, dass euer Sitz dabei schon installiert ist, denn der ist jetzt dafür da, um euch gleich vor- und zurückfahren zu können. Nun haben wir folgendes. 1, 2, 3, 4, 5 Löcher auf der unteren Seite. Einer kommt wieder hier dran. Das ist der Bumper. Das ist dann der Bumper, der dafür da ist, um hier den Anschlag zu bringen. Und dann haben wir einen Haufen Schrauben. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8. An der Seite also auch noch. Okay? So, und das müssen wir jetzt natürlich zusammen machen mit der Ansetzung des Gerätes. Das heißt, die richtige Seite bringen. Gerät ist auch schon auf der richtigen Seite hier. Beide zusammenholen, zusammenschieben. Zack, bis sie einverheiratet werden können. Das heißt also, wenn sie auf der gleichen Höhe stehen, sind sie dann da, wo sie hin sollen. Jetzt fangen wir an und werden erstmal alle Schräubchen, nur handmäßig in die Gewinde drehen, damit wir die Gewinde nicht beschädigen. Vorsichtig. Ja. Jetzt haben wir gepackt. So, hier auch. Schön ran. So. Unterseite nicht vergessen. Das heißt also unten auch. Erst mit der Hand reinschrauben. Die Schnuckis. So. Dann unser Bumper. Nicht vergessen, den Bumper gleich zu setzen. So. Okay, und wenn wir sie fertig haben, können wir loslegen und festziehen. So, so auch hier am sinnvollsten ist immer über Kreuz. Zack. Über Kreuz festzuziehen. Und den Bumper nicht vergessen reinzudrehen. So. Zack. 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 Und wenn wir das dann mit der Maschine dran haben, noch ein bisschen nachziehen. Und dann Probe. Damit ist die Hauptfunktion des Hin- und Herfahrens gewährleistet. Yeah. So, nun wird weiter vorne gemacht, denn hier das Ding, ne, da ziehen wir uns ja nachher. Aber das hängt jetzt hier so auf 7:30. Das ist doof. Deshalb müssen wir das jetzt erstmal so platzieren mit so einem Stopper, dass wir dort durch mit der Hilfe des Stoppers können wir nämlich dann unsere Stange aufhalten, dass die immer wieder zurückfliegt. Dafür müssen wir aber erstmal hier zwei Schräubchen rausdrehen, denn das hat der Hersteller wirklich cool gemacht. Der hat hier nämlich zwei Schräubchen schon vormontiert. Dadurch gibt es nämlich überhaupt keinen Ärger, wo kommen die Schräubchen hin. Die Schräubchen bleiben da, wo sie sind, müssen halt nur abgeschraubt werden und wieder festgeschraubt werden. Das hat er sehr, sehr sinnvoll gemacht. Und dadurch wird die
Montage natürlich viel einfacher. So, jetzt ziehen wir die ran, packen die hier in den Haltefreund rein und ballern die wieder fest. So, dadurch haben wir nämlich dann unsere Ablagefläche hier schon geschaffen. Beim Festziehen dieser Komponente müsst ihr ein bisschen aufpassen, denn das ist ein Kunststoff, der hier als Gegenhaltemechanismus gewählt worden ist. Das heißt also, wenn wir da jetzt mit 80 Newtonmetern Finger-Power-Spannung dran gehen, ja, dann kann es schon mal sein, dass das Kunststoffteil doch kaputt geht. Deshalb aufpassen, ja, fest, und das reicht dann auch. Also jetzt nicht hyperfest. Zack, so. Jetzt holen wir uns hier das Ding ran und können es ablegen. So, können wir es nehmen, ablegen, zack. Und es fliegt dann nicht weg, ne? Zack, also cool. So, damit haben wir das schon mal erledigt. Und jetzt bewegen wir uns weiter vor. Da sind ja nochmal zwei Schreibchen. Die können wir auch nochmal rausholen. Ne? Wenn wir die zwei Schreibchen rausholen, ist das nämlich dann der nächste Schritt. Denn wir wollen ja auch noch einen Bordcomputer gerne installieren. Und der Bordcomputer hat gleichzeitig auch noch eine Tablet-Halterung. Das heißt, wir können dann sogar auf dem Bordcomputer ein Tablet anbringen. Unser eigenes Tablet, ein Pad zum Beispiel, etc. Und zack, ne, dieses dann verwenden. Hier müssen wir aber noch zwei Kontakte schließen. Ne, das sind zwei Leitungen, die hier aneinander geballert werden müssen. Wir achten auf die Kabelwahl. Eins ist nämlich grau, eins ist schwarz, schwarz, schwarz. Grau, schwarz, schwarz, schwarz. Das heißt also, wir stellen das hier an, setzen das gewonnene Wissen von vorhin ein, packen also die Schreibchen, die wir gerade wieder rausgeschraubt haben, wieder da rein. So, denn das ist das gleiche Prinzip wie vorher. Und können dann natürlich noch unsere Stromversorgung wieder ansetzen, Strom- und Datenversorgung wieder ansetzen. Versuchen, richten das noch so aus, weil das sollte ja recht gerade drauf stehen. Zack, zack, erledigt. Schwupp, sehr schön. Festziehen und dann anschließen. Ne? Anschließen, ich weise nochmal darauf hin. Wir haben nämlich ein schwarz-weißes oder schwarz- und grau Kabel und eins ist schwarz in schwarz gehalten. Und danach haben wir dann die Installation abgeschlossen. Also schauen wir ganz genau. Hier haben wir die Käbelchen. Hier ist einmal grau, schwarz und schwarz. Kommt zusammen. Schaut euch an, wo da der Anklipper ist, beziehungsweise wo dann auch die beiden Kabel mit dem Schuh zusammen reinfahren. Plopp, reindrücken, fertig. Hier das gleiche. Genau gucken. So. Zack. So, sind drinne. Stören hier vorne nicht. Alles im Butter auf dem Kutter, oder nicht? So, dann gehen wir noch hier oben hin. Und packen Energie auf unseren Computer. Plus und Minus beachten bei den galvanischen Zellen. So, es hat gepiepst. Alles cool. So, und jetzt können wir das natürlich noch in der Lage verändern. Das heißt hier, schwupp, schwupp zum Beispiel. Ne, wir können das in der Lage verändern, wie es uns dann richtig passt. Und wenn wir das richtig ausgewählt haben, gehen wir einfach hin mit dem Tool und schrauben hier ne, den fest, halten hier kommt dann gegen, halten hier fest und verschrauben das, dass diese beiden dann zusammenkommen. Das heißt, hier gegen kontern, hier festziehen, gegen kontern, festziehen. Und dann haben wir die Schale. Und nach der erfolgreichen Installation könnt ihr so richtig loslegen. Das heißt also rein mit euch, noch ein bisschen Wasser vorne reinfüllen und dann auf geht's zum Rudern. Wow, geiles Ding. Wie gesagt, die sind eigentlich alle gleich aufgebaut, weil Rudern mit Wasserwiderstand ist Rudern mit Wasserwiderstand. Jetzt müsst ihr natürlich noch das Wasser vorne reinfüllen und eure Schuhe einstellen. Und dann geht es sehr leicht hier in dem Fall. Sehr schön. Das ist genau das Richtige für mich. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun zun. Yeah.